Heute, am Abend des 11. Juni 2022, geht der 10. Kongress des Instituts für soziale Interaktion zu Ende. Das Institut gibt es seit 20 Jahren. Während des Kongresses sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Frage nachgegangen, was uns Menschen in schwierigen Zeiten, in ausweglosen Zeiten wieder zurück ins Leben ziehen kann. Bei dieser Gelegenheit hat der Gründer und Leiter Paul-Gerhard Grapentin angekündigt, dass er zum 1. Januar 2023 den Staffelstab der Leitung weitergibt in die Hände von Christa Meyer-Gerlach und Alfred Hinz. Wir, die das dokumentieren, wünschen natürlich der Zukunft des ISI das Allerbeste. Was bisher gewesen ist und wie diese Tagung war, haben wir versucht zu dokumentieren. Wie es weitergeht, wird die Zukunft zeigen. Unsere allerbesten Wünsche begleiten das ISI.